Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie auf das Allerherzlichste zur heutigen Partie. Heute sehen wir Bayern München gegen 1860 München. So gehen es die Bayern also heute an. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Schauen wir mal kurz auf die Startformation des Auswärtsteams. Sie treten heute offensiv an. Ein 3-4-3, wie wir hier sehen. Also viel Absicherung bleibt da nicht wirklich. Nur eine Dreierkette, ein defensiver Mittelfeldspieler. Ich bin mal gespannt, wie Sie das umsetzen. Aufgrund der Doppelnutzung durch den TSV 1860 München und dem FC Bayern München gab es zur Eröffnung der Allianz Arena 2005 gleich zwei Eröffnungsspiele. Und beide verliefen erfolgreich. Der TSV gewann gegen den Club aus Nürnberg mit 3-2 und in Bayern schlugen eben mal die deutsche Nationalmannschaft mit 4-2. Geleitet wird die heutige Partie von Jascha zur Heide. Das Spiel läuft, die Bayern am Ball. Das könnte eine Gelegenheit werden. Ball draußen, gibt Abstoß. Mölders. Jetzt müssen Sie aufpassen. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Und Robben. Robben. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Und Sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Da reichen mahnende Worte. Das Spiel hat ja eben erst begonnen. Rafinha. Busch. Der Ball ist im Aus, das gibt Einwurf. Bah. Mölders. Jetzt könnte es gefährlich werden. Sieht gut aus, sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Der Ball kommt gut. Da steht er gut, er kann dazwischen gehen. Super Flanke. Ball geblockt. Könnte gefährlich werden, es gibt Ecke. Und er gewinnt den Zweikampf. Erst müsste mal eine zündende Idee kommen.
Gute Flanke, auch stark vom Abwehrspieler. Nur Müller. Jetzt die Bayern im Angriff. Und da hat er ihn da draußen gestoppt. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Buschi, was sagst du zur Rollenverteilung heute? Ja, unter normalen Umständen müssten die Bayern das machen. Aber wir warten erstmal. Jetzt die Möglichkeit. Gute Aktion vom Torhüter. Gut gemacht. Er spielt den Ball per Kopf weiter. Geht er rein? Da ist das Tor. Lewandowski. Wohl einer der komplettesten Stürmer derzeit. Robert Lewandowski zeigt hier auch, warum. Buschi, eine Frage auf diese Zeitlupe. Absicht oder Glück? Von beiden etwas, Wolf. Auf jeden Fall kommt der Ball am Ende so präzise, dass es dann nichts zu halten gibt. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Können Sie jetzt? Spiel unterbrochen, gibt Freistoß für die Münchner. Thomas Müller jetzt. Das könnte die Chance werden. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Busch. Sie lassen den Ball gut laufen, schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Nur Müller. Jetzt haben sie den Ball. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Gibt Abstoß. Und das Tor hier noch einmal in der Wiederholung. Ansatzlos der Abschluss und da passt dann einfach alles. Und jetzt Müller. Wird das seine Torchance? Wichtig, dass er da mit dem Fuß dazwischen kommt. Das wäre eine gute Gelegenheit geworden. Ribéry. Abwehr hat aufgepasst. Da ging er unfair rein und deshalb Freistoß. Lindl. Sie müssen schneller spielen, dann könnten Sie die Defensive überraschen. Sauber vom Ball getrennt hier. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Ganz einfach an den Ball gekommen. Robben. Wird's jetzt gefährlich? Jetzt gibt's hier die Ecke. Kompromisslos geht er dahin. Sehr gut. Abseits. Er ist zu früh gestartet. Die Bayern im Vorwärtsgang. Könnte gefährlich werden. Es gibt Ecke.
Jetzt nochmal die Bayern. Ribéry! Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Lindel. Und Vidal. Lewandowski. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Das jetzt und jetzt ein Schuss. Latte, aber die Chance lebt noch. Da gewinnt er den Zweikampf. Die Chance. Mit der Flanke hat der Verteidiger kein Problem. Schuss. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Es gibt Ecke. Klasse Parade. Hier nochmal eine Wiederholung. Ein guter Torwart ist eine Menge wert. Die Ecke kommt, aber abgefangen. Und wenn es jetzt schnell geht, dann können sie kontern. Richtig, dass er hier pfeift. Das war ein Foul. Jetzt Ribéry. Die Bayern im Vorwärtsgang. Das war einfach. Und er hat den Ball. Jetzt ist der Angriff dort gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Knappe Pausenführung. Es steht 1:0. Das Ding hier ist sicher noch nicht durch. Wie siehst du die Leistung von Lewandowski bislang in diesem Spiel? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Jetzt will man hier neue Impulse setzen. Die liegen hinten und versuchen es mitten im Wechsel. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Jetzt wird's gefährlich. Und da hat er ihn da draußen gestoppt. Da verlieren sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Kein Grund zur Aufregung, es ist abgepfiffen. Da stand er im Abseits, als das Zuspiel kam. Vidal. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Gut geklärt, aber Einwurf. Den Ball wirft er gleich zum Gegner. Hoher Ball auf Vidal jetzt. Sie bekommen den Einwurf. Ribéry. Robben. Da entscheidet er auf Foul. Es gibt Freistoß. Jetzt Ribéry. Jetzt die Bayern im Angriff. Sehr gut aufgepasst. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Und jetzt Einwurf für die Bayern. Robben. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Steil gespielt. Müller! Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Er lässt den Gegner stehen. Die Bayern im Vorwärtsgang. Und jetzt die Chance. Und hier ist der Torwart sicher. Er hält den Ball. Und da ärgert sich der Spieler. Das wäre ein weiterer Treffer gewesen.
Arturo Vidal jetzt. Ein super Tackling, das macht er wirklich gut heute. Und Vidal. Und das war's mit dem Angriff, er fängt den Ball ab. Linde. Wird's jetzt gefährlich. Alaba. Jetzt Ribery. Den spielt er wieder zurück. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Thomas Müller. Schussversuch. Da hätte er für etwas klarere Verhältnisse sorgen können. Aber im entscheidenden Moment verlässt es ihn. Und so ist es nichts mit der Vorentscheidung. Ribery. Mit der Zeit ist aus Franck Ribery ein richtiger Teamplayer geworden, ne Bouchy? Ja, du, der erfüllt Defensivaufgaben. Das war, drücken wir es vorsichtig aus, nicht immer so. Geht er rein, den hält er super. Der Linienrichter hebt die Fahne abseits. Ribery. Ball im Aus, da hat der Ribery wenig Platz und kann sich nicht entscheidend durchsetzen. Und hier wird es Einwurf geben. Jetzt Ribery. Jetzt können sie neu aufbauen, es gibt Abstoß. Das Ding hat er super gehalten. Wir sehen es hier nochmal in der Zeitlupe. Oh, das war nicht einfach. Klasse, wie der Keeper da reagiert. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Da trennt er ihn vom Ball. Thomas Müller. Souverän, er hat den Ball. Linde. Jetzt müssen sie aufpassen. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Robin jetzt auf Außen am Ball. Jetzt liegt's vor alle. Das könnte die Gelegenheit geben. Thiago. Das ist ein Eckball für die Bayern. Werfen wir mal einen Blick auf den Ballbesitz. Vidal! Javi Martinez! Da trennt er ihn fair vom Ball. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Macht er ihn! Jetzt ist die Gefahr vorbei, der Torhüter hat den Ball. Er nimmt ihm den Ball ab. Die Gäste werden wechseln. Jetzt Ribery. Sehr gut aufgepasst. Jetzt Robben mit dem Schuss. Busch. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Er zieht ab. Die Chance nutzt er nicht, Bouchy. War zu überhastet. Ja, das kann man wohl sagen. In dieser Situation wäre natürlich viel mehr drin gewesen. So, wir können uns hier, denke ich, auf eine heiße Schlussphase einstellen, Bouchy. Das kann man wohl sagen, Wolf. Völlig offen hier der Ausgang der Partie. Wird das seine Torchance? Der Ball ist im Aus. Einwurf für die Bayern. Und Alaba.
Sauber vom Ball getrennt hier. Da holt er auch den Torhüter ins Spiel. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Könnte gefährlich werden. Müller am Ball. Klasse gespielt. Defensiv machen sie es gut. Ein enges Ding bis hierhin und noch ein paar Minuten zu spielen. Wichtig, ganz wichtig, dass er da dazwischen geht. Weiter Ball, jetzt nach außen zu David Alaba. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Linde. Da trennt er ihn vom Ball. Das könnte eine Gelegenheit werden. Es wird noch mal lauter auf den Rängen. 4 Minuten Nachspielzeit wird es geben und schon ist die Hoffnung zurück. Und die Fans hätten den Abpfiff lieber früher als später, aber noch sind wir nicht durch. Das war einfach für den Torwart. Sehr gut aufgepasst. Ribéry. Thiago jetzt. Die Bayern im Vorwärtsgang. Den Ball kann der Torwart aufnehmen. Das Spiel ist aus. Die Bayern gewinnen. Ein toller Erfolg für sie über den ganz großen Rivalen. Der tut richtig gut. Und das werden sie in den nächsten Tagen auch in der Stadt merken. Die Fans sind ja gerade nach Siegen in diesen Duellen mehr als nur dankbar.